Und an dieser Stelle geht's weiter mit Lara Croft, Rise of the Tomb Raider. Wir kommen dem Ende immer näher. Mehr möchte ich gar nicht verraten. Und wir benutzen unsere Pfeile. So, ja, durchziehen. So, ein hierher. Jetzt ist der andere rausgeflogen. Oh, da kann man nur einen werfen, nur einen machen wahrscheinlich, wa? Mal versuchen. Yep. Komme ich schon hoch? Nein. Wir kommen noch nicht hoch. Ist hier irgendwas? Nee, da geht's nicht hoch. Halt, 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 halt. Komm runter, komm runter. Da war was. Da war was. Hier. So ist recht. Wo bin ich? Hier bin ich. Komm hoch. So, dann hatten wir den. Dann hatten wir hier drüben noch eigentlich einen. Oder auch nicht. Ach, guck mal an. Bin ich wahrscheinlich hier. Und hier vielleicht auch noch ein. Ah, okay. So, jetzt rüberspringen. Ja, so ist richtig. So ist richtig. Glocken. Die alte Stadt ist nah. Oh ja. Lara, wir sind auf dem Berg über dem Gletscher. Kannst du Trinity sehen? Ja, sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia. Greift nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. Diese ganzen Monstertypen, die müssen eigentlich noch kommen. Die müssen eigentlich noch kommen. Okay, Lara. Gib dein Bestes. Kann ich nichts. Da ist nichts weiter für mich. Beziehungsweise für Lara. So, da oben lang. Schon mal der erste Schritt. Verkehrt. Nochmal. Und hoch. Noch hoch. So ist recht. Einfach hochklettern. Da sind ja die Kiste. Ich wusste doch, die müssen irgendwann mal kommen. Wie viel kommen da? Oh oh. Ich glaube, ich muss hier drüben über diese Eiswand und dann nach oben lang. Komm mir jedenfalls so vor. Ja, dann spring, Lara. Und halt dich fest. Recht so. Also die Stimmen sind schon furchterregend, muss ich ja ehrlich mal sagen. Aber ich bin ja so ein Weichei, für mich war ja alles furchterregend. So ja, als ein Vogel an mir vorbeigeflogen ist. Na, du hast ja Glück gehabt. Manch einer hätte sich jetzt den Arm abschneiden müssen. Du weißt. War doch mal so ein Film, beziehungsweise Film und wahre Begebenheit. So, einfach weiterlaufen. Durch die Luft. Uff. Uff, uff, uff. Und da lang. Oh ja. Yeah.
kann nichts bergen. Wo lang mit mir? Kann ich auch nicht bergen. Hier hoch? Nee. Hier gegenspringen. Ja. Oh, da werden wir uns mal angucken. Der eine ist da wohl der Oma-Macker, so wie es aussieht. Der kräftigste. Kann ich hier einfach lang? Oder muss ich hoch? Ah, ich muss hoch. Hier rüber. Da war neues Basislager. Und das nehmen wir uns. Bam. Das können wir uns sparen, aber ich speichere. Wir nehmen mal das jetzt wieder. Achso, warte mal, nein. Das können wir quasi löschen, jawohl. Und gehen hier rein. Und fortsetzen. Also wenn es auf den Schutzweg nachher herauskommt mit diesen ganzen Monster. Ich nenne die einfach mal Monster. Da zieht man sicher den Kürzeren. Na, hier lang, schön vorsichtig. Oh, die sehen nämlich nicht. Irgendeiner müsste sie eigentlich sehen. Oh, ein riesiger Pfeil. Das sind so viele. Ja, mein Reden. Kannst du nicht alle erleben. Oh, sagst du. Oh. Und wieder ein Lager. Überwinden Sie die Mauern zur Innenstadt. So, Lager benutzen. Kann ich hier irgendwas? Da hinten ist eine Truhe. Kann ich nicht. Kann ich. Jetzt weiß ich auch, was die Wassertropfen sind. Das ist Öl. Das ist einfach nur Öl. Und jetzt muss ich wohl ranspringen. Gut, komm. Nein. Intuitiv habe ich einfach mal jetzt Öl. Nein. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du kannst mich nicht sehen. Das sah ihm komisch aus. Oh, noch ein bisschen rüber. Hoch. Nein! Was kann ich machen? Einfach zuhauen. Einfach zuhauen. Bin ich irgendwie geflogen? Oh, ich muss nachladen. Oh, das sind so eine komischen Feuer. Immer schön nachladen, nicht vergessen. Ach, guck mal, ich kann ja auch die... Die Dinger, diese griechischen Feuer.
Die griechischen Feuer. Ich glaube, das ist die Lösung. Ich kann nicht mehr. Man muss jetzt wirklich hier wahrscheinlich rumrennen. Nicht. Pumpkin habe ich nicht mehr so viel. Ich würde mal einfach... Nee, ich lasse es hier bei der ja. Oh nee, Pumpkin hat jetzt wieder. Pumpkin hat... Ja, hier muss ja noch irgendwo jemand sein. Aber sind die jetzt hier irgendwo? Wo denn? Wo denn? Wehr dich, Lara. Komm. Weiter wehren. Schnell. Haha. Komm, komm. Entschuldigung. Bam. Oh mein Gott. Leute, Leute, Leute. Oh, ich hab's erledigt. Ich kann wieder stehen. Gut. Nehmen. Ich kann wieder stehen. Und schon wieder vorbei. Ach, ich muss oben lang, siehste. Kann ich das mit meinem Bogen machen? Nee. Doch, ein bisschen geht was. Na los. Ja, Kopftreffer. Nimm. Komm her, nimm dein Gewehr. Da irgendwas? Oh, kann auch wieder stehen. Wieder einen Schritt weiter. Wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache echt näher. Muss ich hier lang? Bestimmt. Dann gehen wir hier hoch. Aber was ist für mich? Ja. Nö. Nö, auch nicht. Nö, nichts für mich. Also die Richtung stimmt. Die Richtung stimmt. Ich glaube, das war gut. Oh, schön, dass man immer Material jetzt bekommt. Also Munition meine ich. Erkine, Scott aus der Dien! Was, wer? Lara, du bleibst nicht da stehen, oder? Wo ist der andere? Ach, da. Und nachladen. Munition, die braucht man einfach. Bin schon wieder voll mit Munition, geil. Klasse, klasse. Wer oh. Leute, Leute, Leute. Helft mir. Lehrer, du willst ja nicht etwa dadurch.
Oh, da vorne. Bis da vorne hin muss ich mich noch durchkämpfen, so wie es aussieht. Aber guck mal hoch hier. Hier, was für mich ist. Nee. Also man sollte wirklich versuchen, diese griechischen Feuer zu benutzen. Sollte man wirklich machen. Ist dir was mir eigentlich aufgefallen ist? Ich war erst einmal in diese Lager, wo man sich aufrüsten kann. Einmal erst. Also das heißt auf gut Deutsch, im leichten Modus ist das ja nicht unbedingt nötig. Na los, komm. Ich hatte noch nie solche Angst. Die Mongolen haben ihr Lager am Rand des Tals aufgeschlagen und bereiten den Angriff auf Kitesh vor. Die Alchemisten stehen bereit, um die Invasoren mit Feuer abzuwehren. Ein jeder, der imstande ist, eine Waffe zu führen, wird kämpfen. Wir werden alles tun, um die Athanatoi zu unterstützen. Aber ich habe noch nie Blutvergießen gesehen. Keiner der Bürger bisher. Jetzt, da ich zum Töten gezwungen werde, fürchte ich um meine Entschlossenheit. So, habe ich ausnahmsweise mal laufen lassen. Halt, warte mal. Nee, kann ich nicht. Da drüben ist noch was. Wollt ihr alle zu Trinity rumliegt? Hat schon zweimal große Männer zum Pfad des Propheten entsandt. Und beide sind verschwunden. Wie kann das passieren, Leute? Ja, glaube ich, muss hier lang. Nee, glaube nicht. Nee, da komme ich nicht ran. Ich muss hier unten durch. Nee, mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Ach so. Okay, Lara, spring. So, wo lang mit mir? Ah, ich denke nach oben da. Komm hoch. Gut, 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 gut. Hier ist nichts weiter. Das werden wir nachher wahrscheinlich brauchen zum Flüchten oder so. Keine Ahnung. Jetzt rutsche ich hier gleich runter und im richtigen Augenblick muss ich wahrscheinlich meine Axt benutzen. Wir versuchen es mal. Ich hatte sie benutzt, aber irgendwie trotzdem verfehlt. Jeha. Ach, warte, muss ich weiter vorne bin. Nicht, bis ich weiter vorne bin. Ihr seid gemein, mir sowas anzutun. Und das vereiste Leichen? Ötzis. Ja, vielleicht ist da irgendwo so ein Schild. Ötzi war's hier. Nee, ist nicht. Leute, die Zeit ist schon wieder rum. Das ist zwar richtig spannend jetzt, aber ich will euch nicht zu viel zumuten. Das heißt, in der nächsten Folge geht's weiter. Jetzt mache ich wieder mein Päuschen und sage von daher, danke.